Morgen! Schön, dass du wieder auf meinem Kanal bist. Ja, heute möchte ich blauen Himmel auf die Leinwand bringen. Also, hier ist meine Leinwand und ich möchte mit Weiß arbeiten, ich möchte mit Blau arbeiten. Das soll hier irgendwie drüber fließen. Wie genau, weiß ich auch noch nicht. Viel Spaß mit dem Video und schön, dass du oder ihr da seid. Ja, ich bin im Grunde genommen schon mittendrin. Ich starte hier mit der Kohle und guck jetzt einfach mal, wie ich das, was ich die ganze Zeit denke oder fühle, auf die Leinwand bekomme. Die Kohle ist sehr, sehr fein. Die bricht ziemlich leicht, also ich darf hier gar nicht so doll aufdrücken. Und ja, mit dem Krickeln kommen mir jetzt schon so Ideen. Also ich weiß auch noch gar nicht, wie ich es bemale, welches Werkzeug ich nehme. So die Farbe, der blaue Himmel, den werde ich heute auf jeden Fall mal hierher holen. Und ja, du kannst auch einfach mit zwei Linien, mit zwei Stiften arbeiten. Das ist nochmal wieder was anderes. Ja, aber wir fangen einfach mal weiter an. Ich will jetzt hier mal ein paar Schatten malen. Und ja, damit kann ich halt einfach auch die Linie zur Fläche werden lassen. Ja, und die Nagelbürste, wo ist sie? Ja, die kann ich natürlich auch wunderbar nehmen. Ist auch viel, viel lauter, aber die Linien sind halt toll. Also es sind immer wieder andere Linien und ich kann anders die Farbe verwischen. Will ich so einen Winterhimmel mir mal hier auf die Fläche holen? Ja, ich überlege selber so ein bisschen, wie ich die Farbe verteile, ob ich hier so rüber nur hier unten bleibe und welches Werkzeug sich dafür eignet. Man kann auch mal den Spachtel probieren. Mit dem Spachtel kann ich ganz anders arbeiten wie mit dem Pinsel und ich kann hier auch so kleine Rundungen mit reinbringen oder Linien. Aber ich lege den jetzt erstmal wieder zur Seite. Mit dem Pinsel komme ich da jetzt besser vorwärts. Aber auch die Linie kann ich jetzt noch mal wieder reinziehen, noch mal nachziehen und darüber, ja, entsteht schon eine neue Ebene und eine neue Höhe. Und es ergeben sich jetzt auch automatisch neue Flächen, neue Formen, die ich vielleicht wieder aufgreifen werde. Aber das lasse ich mir noch offen. Jetzt will ich mal die Sonne ein bisschen mit auf die Leinwand bringen. Es ist aber ja leicht grünlich, dieser Farbton. Und wenn er jetzt mit dem Blau in Verbindung kommt, dann wird er, oder auch mit der Kohle jetzt, dann wird er ganz schön ja, schmuddelig. Also gucke ich mal, wie ich das jetzt wieder umsetze. Da kann man jetzt den Spachtel für nehmen oder eben den Fensterwischer. Da probiere das einfach mal aus, was jetzt ja gut passen würde. Denn mit dem Pinsel sind es sehr dicke Spuren und damit kann ich es jetzt noch ein bisschen feiner verziehen, ohne so stark in die Mischung zu kommen. Ja, aber ich brauche jetzt noch einen anderen Farbton dazu. Sonst komme ich hier nicht weiter, ehrlich gesagt. Denn nur mit den beiden Farben wäre es jetzt zu leicht. So ein bisschen was von Malen nach Zahlen. Da will ich aber wieder raus aus diesem Bemalen, sage ich mal. Also wische ich hier einfach mal rüber. Habe ich die Form wieder zerstört und Farben sind, haben sich so ein bisschen verändert. Jetzt mal den Schnee auf die Leinwand und das hatte ich ja im Kopf auf jeden Fall, dass ich den Schnee mit drauf bringen will und damit weiß ich natürlich auch, dass ich noch viele Möglichkeiten habe. Der Schnee macht alles sauber und ja, damit kann ich jetzt neue Formen rausarbeiten.
neue Formen, neue Farbtöne rausziehen. Die Ovale haben es mir hier so ein bisschen angetan. Aber ich merke auch schon, dass ich mich so ein bisschen daran festbeiße. Also ich muss halt da auch gucken für mich jetzt, dass ich mich auch davon wieder lösen kann. Hier so klare Flächen. Und ja, wenn es hier so unsauber ist und so eine Mischmaschfarbe ist, das stört mich. Ich habe aber was im Hinterkopf heute. Also ich probiere das jetzt einfach mal. Buch hing da vorhin am Waschbecken und dann dachte ich so, Mensch, der Stoff ist gut, der ist viel zu schade, um den jetzt so als Handtuch zu benutzen. Ja, super schöne Formen. Ja, sehr gut. Das gefällt mir total. Das inspiriert mich jetzt natürlich total. Damit könnte ich jetzt das ganze Bild voll malen. Wow, oder? Toll. Jetzt muss ich es aber mal kurz trocknen lassen. Ja, ein schöner Effekt ist das. Das finde ich richtig gut hier, die Stelle gefällt mir am besten. Aber es inspiriert mich halt auch sehr, um damit auch nochmal anders zu arbeiten. Also ich kann mir das vorstellen, hier auch nochmal drauf zu setzen. Ich habe das schon vorbereitet. Nehme ich jetzt noch mal braun. Ich weiß nicht, ich lasse es erstmal da liegen. Und dann kann ich immer noch mal gucken. Aber so einen dunklen braunen Ton finde ich jetzt ganz schön dazu. Noch so was Erdiges. Hat viel Spaß gemacht gerade. Die Finger sehen jetzt dementsprechend aus und die muss ich jetzt erstmal waschen. Mal kurz den Platz sauber machen. Und das sind immer so Zeiten, die man nutzen kann, um auch kurz ja, nochmal auf das Bild zu schauen. Und
und zu überlegen, lasse ich diese ganzen Sprenkel oder mache ich das hier ein bisschen ruhiger? Und ja, ich mache jetzt hier einfach mal weiter. Also es ist jetzt ein leichtes Schneechaos, würde ich mal sagen. Und trotzdem gefallen mir die Stellen halt total gut, aber ich glaube, ich möchte es hier irgendwie ruhiger haben, wie unten jetzt. Und ja, mal gucken, ich mal hier einfach nochmal wieder drüber. Ich arbeite jetzt noch mal nach. Dafür habe ich jetzt hier die Handschuhe. Und sieht immer lustig aus, finde ich. Aber gut, die setze ich jetzt hier noch mal drauf. Ja, ist jetzt eine tolle Mischung. Die Flächen und die kleinen Muster da drin, das gefällt mir gut. Es war eine schöne Malspaziergang durch den Schnee bis ans Meer, weil das erinnert mich jetzt auch an den Stein im Urlaub, auf den ich immer saß und aufs Meer geschaut habe. Das ist jetzt hier für mich so ein bisschen Strand, aber es kann auch eben der Schnee sein, das ist ja auch völlig egal. Also es muss ja niemand jetzt, oder ich muss es niemandem erklären, sondern es ist für mich eben so ein Gefühl und ja, das ist toll, es gefällt mir gut. Und diese kleinen Muster da drin finde ich auch gut, wie immer, einfach machen. Es hat wieder gut funktioniert, also nicht immer zu viel nachdenken, sondern auch einfach zu machen. Und das Bild, weiß jetzt nicht, ob es schon im Kanal ist, aber das war auch eine fantastische Malreise, die hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr da seid, ich freue mich. Es macht mir noch mal mehr Spaß, wenn ihr hier mit mir im Atelier seid. Schönen Sonntag! Ja, in meinem Buch habe ich dir einiges vorgestellt und noch ein paar Tipps mit dazu gegeben. Also umso leichter man sich in der Malerei bewegt, umso leichter kommt man auch zu dem, was irgendwie vorher nicht sichtbar war. Und ja, das ist
in der abstrakten Malerei halt der Vorteil, dass du ja auch abstrakt bleiben kannst oder gegenstandslos bleiben kannst und ja, dich darin frei entwickeln und auch Dinge entwickeln. Und ja, nimm Binnenfarben, löse den auf und erschaffe damit eben irgendetwas, wo du denkst, ah ja, jetzt fühle ich mich besser. Jetzt ist das raus, was vorher den Weg nicht gefunden hat. Also dafür eignet sich einfach die Malerei. Und ich freue mich, dass ihr hier seid und ja, diese Sprache sprechen lernt und mit mir zusammen das einfach auch feiert. Also Dankeschön. Schön, dass ihr alle da seid. Habt einen ganz schönen Sonntag. Mach's gut. Danke noch für das Abo und für den Kommentar. Ich freue mich immer voll und für das Like. Dankeschön.